Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Ich möchte mit dir gemeinsam folgende Ziele erreichen. Nämlich, ich möchte dir das Baumdiagramm als Darstellungsform eines Zufallsexperiments zeigen. Ein Zufallsexperiment ist zum Beispiel das Ziehen von Kugeln aus einer Urne oder das Würfeln. Außerdem möchte ich dir den Begriff des Pfades zeigen. Ein Pfad ist ein möglicher Ablauf des Zufallsexperiments. Es ist also ein Begriff, der im Baumdiagramm verwendet wird. Ebenso wird der Begriff Stufe im Baumdiagramm verwendet. Stufen kannst du dir so vorstellen als Teilschritte des Zufallsexperiments. Wie du feststellen kannst, die letzten beiden Punkte behandeln vor allem den Aufbau von Baumdiagrammen. Zu guter Letzt möchte ich mit dir auch ein Beispiel durcharbeiten und dazu ein Baumdiagramm aufstellen. Wir benötigen dazu natürlich Vorwissen. Dazu zählt, dass du Zufallsexperimente erkennen sollst. Zufallsexperimente sind wie gesagt zum Beispiel das Ziehen von Kugeln aus einer Urne oder das Würfeln. Explizit, also genauer, möchte ich noch Folgendes wissen, nämlich du sollst dir Abläufe von sogenannten Zufallsexperimenten vorstellen können. Und du sollst den Unterschied zwischen Ziehen mit Zurücklegen und Ziehen ohne Zurücklegen kennen. Das ist ganz einfach erklärt, nämlich Ziehen mit Zurücklegen besagt, dass du die Kugel, die du aus der Urne genommen hast, danach wieder zurücklegst und nur das Ergebnis notierst. Ziehen ohne Zurücklegen heißt, dass du die Kugel nicht mehr hineingibst, sondern bei dir behältst. Das sollte ein Vorwissen reichen, um die folgenden Aufgaben zu lösen. Hier habe ich nun das erste Beispiel für dich. In einer Urne befinden sich eine graue Kugel und drei weiße Kugeln, die durchnummeriert sind. Du ziehst blind zweimal hintereinander eine Kugel. Die gezogenen Kugeln legst du dabei nicht zurück. Wir kennen derartige Zufallsexperimente und sagen kurz dazu, ziehen ohne zurücklegen. Die möglichen Abläufe des Zufallsexperiments sind im folgenden Baumdiagramm dargestellt. Du wirst feststellen, das Baumdiagramm schaut ein wenig anders aus als deines auf deinem Arbeitsblatt. Ich habe es etwas abgeändert und noch nicht ganz vollständig gezeichnet, weil ich möchte mit dir gemeinsam das Zufallsexperiment durchgehen und das Baumdiagramm dazu entstehen lassen. Die erste Ziehung dazu habe ich bereits gezeichnet. Wir haben für die erste Ziehung vier Möglichkeiten, nämlich die Kugel 1 in Grau zu ziehen, die Kugel 2 in Weiß, die Kugel 3 in Weiß oder die Kugel 4 in Weiß. Weitere Möglichkeiten gibt es nicht. Allerdings abhängig davon, welche Kugel in der ersten Ziehung gezogen wurde, gibt es nun unterschiedliche Möglichkeiten für die zweite Ziehung. Wenn in der ersten Ziehung die graue Kugel mit der Nummer 1 gezogen worden ist, dann wird diese ja nicht zurückgelegt. Das besagt das Zufallsexperiment, nämlich ziehen ohne zurücklegen. Somit bleibt für die zweite Ziehung nur mehr die Kugel Nummer 2 in Weiß, die Kugel Nummer 3 in Weiß und die Kugel Nummer 4 in Weiß übrig. Im Baumdiagramm schaut es dann so aus. Ähnliches gilt nun, wenn die erste Kugel die Kugel Nummer 2 in Weiß war. Dann bleibt noch die graue Kugel und die Kugel Nummer 3 und 4 in Weiß übrig. Wenn die erste Kugel die Nummer 3 war, dann bleiben noch die Kugel Nummer 1 in Grau, die Kugel Nummer 2 in Weiß und die Kugel Nummer 4 in Weiß übrig. Wenn die erste Kugel die Kugel Nummer 4 in Weiß war, dann bleiben noch die Kugeln mit der Nummer 1, mit der Nummer 2 und mit der Nummer 3 übrig. Gut, das ist nun das Baumdiagramm zu dem vorgegebenen Zufallsexperiment. Ich möchte nur mit dir gemeinsam noch das Baumdiagramm etwas genauer durcharbeiten und zwar ein paar Begriffe dazu erklären. Dazu verwende ich das Baumdiagramm vom eben gerechneten Beispiel. In diesem Baumdiagramm können wir ein Ergebnis einzeichnen. Zum Beispiel, wenn die erste Ziehung die Kugel 3 war und die zweite Ziehung die Kugel 1, dann würde das im Baumdiagramm eingezeichnet das Orangene ergeben. Wir nennen das in Zukunft auch einen Pfad.
Also ein Pfad ist ein möglicher Ablauf des Zufallsexperiments. Es gibt hier natürlich sehr viele Pfade. Wir können auch in der ersten Ziehung die Kugel 2 ziehen und in der zweiten Ziehung die Kugel Nummer 3. Das Blaue wäre auch ein Pfad. Gut, ich glaube, den Begriff des Pfades haben wir nun verstanden. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Begriff einführen, nämlich den Begriff der sogenannten Stufe. Wenn du dir die Überschrift durchgelesen hast, dann haben wir ein zweistufiges Zufallsexperiment. Der Name ist darauf zurückzuführen, dass wir zweimal ziehen. Und dieses zweimalige Ziehen soll auch im Baumdiagramm dargestellt werden. Deswegen erhält das Baumdiagramm zwei Stufen. Die erste Ziehung bildet die erste Stufe, die zweite Ziehung die zweite Stufe. Das heißt, anhand vom Baumdiagramm können wir in Zukunft feststellen, wie oft gezogen worden ist, also ein wievielstufiges Zufallsexperiment vorliegt. So, die Begrifflichkeiten hätten wir nun geklärt. Nun habe ich ein Beispiel für dich. Ein Kartendeck besteht aus den 4 abgebildeten Karten. Jede Karte ist mit einem der Buchstaben T, E, A oder M bedruckt. Du ziehst zweimal hintereinander, wobei du die gezogenen Karten behältst. Also ziehen ohne zurücklegen. Du hast die abgebildeten Karten vor dir. Du brauchst dazu jetzt ein Arbeitsblatt. Nämlich der Auftrag lautet: Veranschauliche das obige Zufallsexperiment mit Hilfe eines Baumdiagramms. Zeichne es dazu genau auf, notiere die Lösung und ich schätze mal, du wirst ein bisschen Zeit dafür brauchen. Halte das Video einfach an. Wenn du fertig bist, kannst du das Video fortsetzen. So, ich hoffe, du bist nun mit deiner Lösung fertig und wir können gemeinsam vergleichen. Ich habe das Beispiel bereits vorab gelöst und möchte es nur ganz kurz durchbesprechen. Nämlich, wir haben für die erste Ziehung 4 Möglichkeiten, nämlich eine der 4 Karten zu ziehen. Das erkennt man auch an der ersten Stufe. Wir haben 4 Möglichkeiten. T, E, A und M. Abhängig davon, welche Karte wir in der ersten Ziehung gezogen haben, bleibt in der zweiten Stufe des Baumdiagramms eine andere Karte übrig. Zum Beispiel, wenn die erste Karte die mit dem Buchstaben E war, dann bleiben nur mehr T, A und M übrig. Gut, das gilt natürlich auch für die anderen Pfade. Solltest du noch Zeit zum Vergleichen brauchen, dann halte das Video kurz an. So, ich hoffe, du bist nun mit dem Vergleichen deiner Lösung fertig und wir können gemeinsam zusammenfassen, welche Lernergebnisse wir erreicht haben. Und zwar, wir haben in diesem Lernvideo das Baumdiagramm als Darstellungsform eines Zufallsexperiments kennengelernt. Wir wissen nun, was ein Pfad ist, nämlich ein möglicher Ablauf des Zufallsexperiments. Außerdem kennen wir den Begriff der Stufen. Wir wissen, Stufen sind sogenannte Teilschritte des Zufallsexperiments und wir finden sie auch im Baumdiagramm wieder. Außerdem können wir, wenn wir das letzte Beispiel gelöst haben, ein Baumdiagramm anhand eines Beispiels aufzeichnen. Ich hoffe, du hast den Inhalten folgen können und ich wünsche dir viel Spaß mit dem weiteren Lernzyklus.